Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 19. Juli. Und das hier sind heute unsere Themen. Trivago-Gründer Rolf Schrömgens präsentiert sein neues Startup. Arbeitsminister Hubertus Heil schaltet sich bei Gorillas ein. Influencer verabschieden sich scharenweise aus Dubai. Japanische Wissenschaftler präsentieren einen neuen Rekord bei der Internetgeschwindigkeit. Und Amazon bleibt eventuell von der globalen Mindeststeuer verschont. Ja, heute Vormittag in der Rubrik Investments und Exits begrüßen wir Enrico Melles von Project A Ventures. Ja, wir haben nochmal das Thema Sorare angepackt, also das heißt das Thema Fantasy Football, digitale Trading-Karten auf Basis von NFTs bzw. Ethereum. Und da gab es gerade eine Riesenrunde, beziehungsweise Gerüchte um eine Riesenrunde, und das haben wir zum Anlass genommen, um den ganzen Markt nochmal so ein bisschen zu durchleuchten. Ist super spannend, muss ich sagen. Enrico steckt auch total tief drin im Thema, hat sich das also schon länger angeguckt. Ja, und irgendwie hat mich das auch ziemlich gekickt, muss ich sagen. Also hat mich ziemlich abgeholt. Bin sehr gespannt, wie es in dem Markt weitergeht. Heute Nachmittag spreche ich dann mit Florian Wimmer. Er ist der CEO und Co-Founder von Blockpit. Und das ist ein Unternehmen, da bleiben wir im Kryptobereich, das sich auf Steuererklärungen für Kryptohändler bzw. für Menschen, die mit Kryptowährungen handeln, konzentriert. Das ist nicht ganz so einfach und genau aus diesem Grund gibt es eben dieses Startup. Blockpit hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über die sprechen wir. Außerdem heute Nachmittag zu Gast Kim Kernbichler. Er ist der CEO und Co-Founder von Viantro. Das ist ein Unternehmen, Kim ist selbst Arzt und das Unternehmen hat er quasi aus eigenem Bedarf heraus gegründet. Und er verspricht mehr Lebensqualität für Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte. Und da gab es einen Exit, das Unternehmen wurde verkauft und gemerged und von daher sprechen wir darüber, ist also auch sehr spannend. Das, wie gesagt, so wie immer ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Jetzt geht's erstmal los mit den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und danach kommt Enrico Melles. Ja, und es geht sofort los, nur noch kurz die Verbraucherhinweise. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Pult. Corona langsam vorbei und hybrides Arbeiten steht an. Pult hilft Startups und Scale-Ups mit einer flexiblen Lösung, ihren hybriden Arbeitsplatz zu koordinieren. Vergesst Excel-Listen und komplizierte Raumpläne. Mit einem Klick kollaborativ den Arbeitsplatz buchen und das ganz einfach aus Slack oder MS Teams. Bucht eine unverbindliche Demo auf pult.so. Alle Startup-Insider können Pult die ersten 3 Monate kostenlos nutzen. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten. Trivago-Gründer Rolf Schrömgens präsentiert neues Startup. Nach 2-jähriger Pause meldet sich Trivago-Gründer Rolf Schrömgens mit einem neuen Startup zurück. Dabei handelt es sich um eine Bezahl-App für Events, an der Schrömgens laut Branchenportal Finance Forward bereits seit 2018 mit Partnern arbeitet. Hinter Grit, so der Name des Düsseldorfer Startups, stehen die ehemaligen Trivago-Manager Valentin Jeo, Jasmin S. und Tim Brüggemann sowie der Möbelunternehmer Max Ganso. Schrömgens selbst ist mit 30% an dem Unternehmen beteiligt. Grit zielt dabei vor allem auf das Nachtleben und will es Nutzern ermöglichen, kontakt- und bargeldlos in Clubs und Restaurants zu bezahlen. Bislang seien mehr als 2,5 Millionen Euro in das Unternehmen geflossen, unter anderem von Thomas Bachem, dem Gründer der Code University, und Benjamin Back, einem der Köpfe hinter der Flirt-App LaVoo. Arbeitsminister schaltet sich bei Gorillas ein. Nach den Unruhen der letzten Wochen in der Belegschaft des Quick-Commerce-Anbieters Gorillas hat sich nun Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD in der Debatte zu Wort gemeldet. Am kommenden Dienstag werde er mit Beschäftigten des Startups über ihre Arbeitssituation sprechen. Die Beschäftigtengruppe Gorillas Workers Collective, die Proteste organisiert hatte, fordert bessere und transparente Bezahlung sowie eine bessere Ausstattung für die Rider und Maßnahmen für den Arbeitsschutz. Influencer verabschieden sich aus Dubai. Nach einer groß inszenierten Auswanderungswelle diverser YouTube- und Instagram-Stars nach Dubai kündigten diese ihre Rückkehr nach Deutschland an. Die Gründe für ihre plötzliche Kehrtwende sind dabei unklar. Das Netz spekuliert über Steuerprobleme, da viele nur wegen der Steuerbegünstigung in Dubai und Madeira lebten, während sich im Netz neben viel Schadenfreude und Häme auch die These durchsetzte, dass die kürzlich von Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD erworbene Steuer-CD ein ausschlaggebender Grund sein könnte.
Wie der Spiegel berichtete, sollen dabei länderübergreifende Steuerstraftaten von erheblichem Ausmaß aufgedeckt werden. Andere Beobachter mutmaßen, dass den Influencern einfach nur die sommerlichen Temperaturen von über 40 Grad zu heiß sind und man daher zumindest temporär nach Deutschland zurückkomme. So pay your taxes. Pay 'em. Amazon eventuell von Mindeststeuer verschont. 130 Staaten haben sich ja auf eine weltweite Steuerreform für Unternehmen geeinigt, die eine globale Mindeststeuer von 15% vorsieht. Im Fokus stehen dabei große global agierende Digitalkonzerne wie Google, Apple, Facebook oder Amazon, die ihre Sitze und damit auch ihre Gewinne in Länder mit niedrigen Steuersätzen verlagern. In einem Interview mit dem US-TV-Sender CNBC äußerte die US-Finanzministerin Janet Yellen Zweifel an der Durchschlagskraft der Steuerreform. Aus ihrer Sicht sei es unklar, ob Amazon die Rentabilitätsschwelle überschreiten wird. Die Steuerreform ist in zwei Säulen aufgeteilt. Zum einen werden Firmen ab einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro zu einer effektiven Mindeststeuer von 15% verpflichtet. Zum anderen sollen multinationale Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 20 Milliarden Euro und einer Gewinnmarge von mindestens 10% ihres Umsatzes dort Steuern zahlen, wo sie tätig sind und ihre Gewinne erzielen. Da Amazon im ersten Quartal 2021 zwar rund 108,5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hatte, der Nettogewinn jedoch nur bei 8,1 Milliarden Dollar lag, wäre Amazon nach aktuellem Stand von der Mindeststeuer befreit. These days, your options for high-speed internet start at just a few megabits per second and go all the way up to gigabit speeds or even more. Neuer Rekord bei Internetgeschwindigkeit. Mit einem modifizierten Glasfaserkabel haben Ingenieure in Japan den Rekord für die schnellste Internetverbindung gebrochen. Auf einer Strecke von rund 3000 Kilometern konnten sie eine Datenübertragungsrate von 319 Terabit pro Sekunde realisieren, also umgerechnet 39,9 Terabyte pro Sekunde. Das Glasfaserkabel verfügte über vier statt nur einem Kern und wurde alle 70 Kilometer optisch verstärkt. Damit wurde der vorherige Rekord mit 178 Terabit pro Sekunde aus dem Jahr 2020 eingestellt. 18-Jähriger begleitet Jeff Bezos ins All. Lange wurde gerätselt, wer das 28 Millionen Dollar teure Ticket für den ersten bemannten Flug des Blue Origin Raumschiffs ersteigert hatte. Der Käufer bleibt weiterhin unbekannt, da er inzwischen aus nicht näher spezifizierten Terminkonflikten abgesagt hat. Stattdessen wird nun der 18-jährige Physikstudent Oliver Damon an dem Flug teilnehmen. Damon hat das Ticket von seinem Vater Joe Damon, CEO und Gründer der Investmentfirma Somerset Capital Partners, geschenkt bekommen. Somit werden am 20. Juli neben Amazon und Blue Origin Gründer Jeff Bezos und dessen Bruder mit dem 18-jährigen Damon zum einen der bisher jüngste und mit der 82 Jahre alten amerikanischen Luftfahrtpionierin Wally Funk die älteste Person mit ins Weltall reisen. Amazon sichert sich Patent auf Drohnentransporter. An der Zustellung von Paketen in der Zukunft scheiden sich die Geister. Der Online-Händler Amazon verfolgt dabei ein eigenes Konzept für seine Auslieferungsstrategie. In den USA hat sich das Unternehmen jetzt ein Patent auf einen Transporter für Lieferdrohnen gesichert. Dieses Patent beschreibt einen Lieferwagen, der nicht einfach nur Pakete transportiert, sondern eine ganze Ladung von ferngesteuerten Mini-Drohnen mitbringt, die den Transporter als Basisstation verwenden, um im näheren Umkreis Pakete auszuliefern. In Medienberichten wird vermutet, dass der Transporter mit Radar-, Video- und LiDAR-Sensoren sowie Funkantennen ausgestattet sein dürfte und von einem Menschen gesteuert werde. Daily Fun Fact: Holly Herndon präsentiert ihren digitalen Zwilling. Für ihr neuestes Kunstprojekt hat die Elektronikmusikerin Holly Herndon einen digitalen Zwilling kreiert. Die auf den Künstlernamen Holly Plus getaufte Figur nutzt eine Kopie ihrer eigenen Stimme, die von künstlicher Intelligenz gesteuert wird und die jedes beliebige Lied nachsingen kann, dessen Rechte durch die Blockchain geregelt werden. Herndon gilt als eine der führenden Befürworterinnen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in der Kunst.
Gemeinsam mit ihrem Partner Matthew Dryhurst hat sie Spawn entwickelt, ein singendes neuronales Netzwerk, das bereits auf ihrem 2019 erschienenen Album Proto zu hören ist. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Eine kurze Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir möchten Startup Insider konstant verbessern. Aus diesem Grund freuen wir uns immer über Feedback. Hat dir etwas besonders gut gefallen oder gar nicht? Vermisst du etwas oder sollten wir etwas ändern? Teile uns deine Kritik, Anregungen und Wünsche gerne mit. Am besten über unser Kontaktformular auf www.startupinsider.de/kontakt. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Viele hatten ihre Zweifel und sehen sich nun bestätigt. Der Relaunch von StudiVZ zu VZ.net ist gescheitert. Jetzt wird das Netzwerk unter dem Namen SpieleVZ zur Spieleplattform umgebaut. Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun muss auch nach mehr als einem Jahr weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Das ordnete der zweite Strafsenat des Oberlandesgerichtes München am Freitag an. Braun wird unter anderem gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Untreue und Marktmanipulation vorgeworfen. Der von Ralf Wenzel gegründete Schnelllieferdienst Joker geht in die Offensive und startet in Österreichs Bundeshauptstadt Wien. Obwohl der österreichische Markt schon dicht besetzt scheint, äußert sich Wenzel optimistisch. Joker versteht sich als neue Art des Einzelhandels und ist somit einzigartig auf dem österreichischen Markt. Der Streit ums Homeoffice bei Apple spitzt sich zu. Wie nun bekannt wurde, drohen einige Apple-Mitarbeiter mit ihrer Kündigung, wenn man sie zwingt, das Homeoffice wieder zu verlassen. Im Gegensatz zu anderen Tech-Konzernen forciert Apple die Rückkehr seiner Mitarbeiter an den Arbeitsplatz. Eine Enthüllung der Tech-Bloggerin und App-Forscherin Jane Manchin Wong zufolge arbeitet Twitter offensichtlich an einem neuen Layout für seine mobile Anwendung, die sich optisch an Facebook annähert. Dabei sollen Bilder künftig so breit werden, dass sie bis zu den Bildschirmrändern reichen. Nachdem der Payment-Provider Square erst kürzlich verkündet hatte, ein eigenes Hardware-Wallet entwickeln zu wollen, folgt nun der nächste Schritt. Demnach arbeitet Square an einem Decentralized Finance-Thema, dessen Fokus auf Bitcoin liegen wird. Der Arbeitstitel lautet derzeit TBD, kurz To Be Defined. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 19. Juli 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Enrico Melles von Project A. Präsentiert von Byton Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Also total cool, Enrico Melles ist wieder hier von Project A Ventures und ich freue mich total. Wir haben zwei super Themen. Eigentlich haben wir ein Thema, aber ich sage erstmal herzlich willkommen, Enrico. Hallo. Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. Ja, freut mich auch wirklich sehr. Und wenn ich sage zwei Themen, dann eigentlich nur, weil ich dir kurz gratulieren wollte. Project A hat ja schon wieder eine größere Runde. Jetzt für euch ist das ja alles Peanuts mittlerweile. Alles, was so unter 900 Millionen läuft, ist ja quasi unter ferner Liefen. Aber ihr habt in Liquid, ihr habt eine größere Runde announced, ne? Genau, also Liquid haben gerade Geld eingesammelt. Da ist LGT als neuer Investor eingestiegen mit einer ca. 100 Millionen Dollar Runde. Wir freuen uns dann natürlich drüber. Das ist auch nicht Peanuts für uns. Das ist ein toller Erfolg. Und Christian Schneider-Sickert hat natürlich da mit seinem Team ganz Besonderes erreicht. Und wir freuen uns, dass die, dass das andere Investoren auch so glauben und weiter auf das Thema setzen. Ja, das mit Peanuts war natürlich auch nur Spaß. Ich habe heute Morgen beim Philipp Wetzelmeier-Podcast war Uwe Horstmann von euch, ne? Und der hat so von eurem allerersten Exit, glaube ich, damals Tirendo erzählt, der, glaube ich, so in der Größenordnung 50 Millionen war. Und wo er jetzt einfach meinte, die Verhältnisse haben sich einfach total verschoben in Berlin oder in Deutschland generell. 50 Millionen wäre jetzt heute eben kein großes Ding mehr. Und so ist es wahrscheinlich vor dem Hintergrund einer Trade Republic-Runde dann eben mit einer Liquid auch ein bisschen, aber zeitgleich 100 Millionen ist natürlich echt noch ein Brett, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja, die Zeiten haben sich verändert, die Geschwindigkeit hat zugenommen und aktuell fließt sehr viel Geld in den Markt. Ja, und man munkelt ja sogar gerade jetzt seit letzter Woche, dass irgendwie auch Trade Republic bald vom Thron gestoßen wird, ne? Da gab es ja irgendwie Gerüchte um N26, da weißt du aber wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Genau, also ich habe die gleichen Rumors gelesen wie du. Ich bin jetzt ehrlich gesagt bei Number 26 auch nicht tiefer drin und die
Beteiligten werden da wahrscheinlich großen Aufwand betreiben, dass das jetzt erstmal nicht liegt, bis es soweit ist. Dann kommen wir mal zu einem Investment, was jetzt nicht von euch ist. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Im Februar war das, glaube ich, als die letzte Runde announced wurde von Sorare. Ne? Genau, also Sorare, das Fantasy-Fußballspiel, bei dem man eben offiziell lizenzierte Karten, digitale Karten spielen kann, oder also kaufen kann und dann mit denen auch spielen kann. Und da waren schon zur Seed-Runde sind da super Investoren eingestiegen, Headline und Partec. Im Februar 2021, wenn ich mich nicht irre, haben wir drüber gesprochen, weil Benchmark da eingestiegen ist, in einer, ich glaube, 40 Millionen Runde, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt ist wohl Rumor, ich glaube, das ist nicht offiziell bestätigt, werden wohl Softbank und Atomico einsteigen mit einer 500 Millionen Runde und das wäre dann, das müsste ja dann wahrscheinlich irgendwie eine Bewertung zwischen 3,5 und 4 Milliarden so ungefähr sein. Und das ist schon echt beeindruckend, ne? Also es ist jetzt, das sind dann die Größenordnungen wie eben eine Trade Republic Runde von 900 Millionen, da, ist eine so junge Company schon wirklich sehr schnell unterwegs. Wir hatten ja damals schon so ein bisschen auseinandergepuzzelt, in welchem Segment. Du hast ja jetzt gerade so Fantasy-Football gesagt. Ja, wir haben auch über das quasi digitale Panini-Karten gesprochen. Aber wir waren auch nicht ganz sicher, ist es jetzt vielleicht eher Gaming oder vielleicht sogar Wetten? Ne? Weil es geht ja auch um Wetteinsätze dabei. So ein bisschen. Man wettet ja eigentlich ein bisschen wie im richtigen Fußball-Segment. Ne? Wie würdest du das jetzt einordnen? Genau, also wie damals schon, ich würde sagen, das ist sozusagen die Intersection von Gaming und Collectibles. Und in dem Fall ist Collectibles halt eben spannend, weil die unterliegende, der unterliegende Trend, die unterliegende Technologie in diesem Fall NFTs, also Non-Fungible Tokens sind und die sozusagen monetarisierbare Anwendungsfälle eigentlich für digitale Assets erzeugen. Also das Spiel funktioniert ja so, dass du eine Sorare Card kaufen kannst. Es ist ein offiziell lizenziertes digitales Sammlerstück eines Fußballers für eine bestimmte Fußballsaison, für ein bestimmtes Team. Und dank Blockchain-Technologie können Fans eben ihre Lieblingsspieler mit den eben sammeln und die sind eben auch künstlich verknappt. Also der Supply ist limitiert und da gibt's drei, wie sagt man das, Seltenheitsstufen. Unique, Super Rare und Rare. Also Unique gibt es eben tatsächlich immer nur eine. Pro Saison, glaube ich, ne? Genau, richtig. Super Rare gibt es 10 und Rare gibt es eben 100 Exemplare. Dann gibt es noch Common Cards, die sind sozusagen, die kann man auch umsonst gewinnen. Und naja, diese So Rare Cards kann man eben frei handeln und theoretisch auch außerhalb von So Rare frei handeln, ne? Weil die basieren eben auf der Ethereum-Blockchain, sind eben also an Ethereum gekoppelt und auch an den Preis von Ethereum, was jetzt mal ein anderes Thema, können wir gleich noch besprechen, auch zu Preisschwankungen führt, wenn man sich sein eigenes Portfolio anschaut dann. genau, aber diese Karten können eben nicht kopiert werden, die können eben nicht weggenommen werden. Es ist einsehbar, sozusagen die digitale Historie der Karte ist einsehbar und dementsprechend als User hast du verschiedene Benefits und es gibt natürlich den Sammlerwert, also jede Karte ist einzigartig für verschiedene Personen, Spieler, Seriennummern, Nationalität, Verein und so weiter. Die haben einen Wert im Spiel, also zusätzlich zu dem Sammlerwert und dem sozusagen nominalen Wert der Karte als Währung sozusagen, können die eben in diesem Fantasy-Fußballspiel verwendet werden. Und man kann da auch Belohnungen gewinnen, sprich Karten. Ne? Also wenn man irgendwie ein gutes Team hat und das gewinnt sozusagen, dann kann man da auch weitere Karten gewinnen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Vision auch. Der ultimative Ausblick von Sorare ist eigentlich, dass die Sorare-Karten auch einen Wert für verschiedene Spiele haben können. Ne? Also nicht nur für das Fantasy-Fußballspiel, sondern dass da eben auch noch, also so hat das Team das zumindest damals, wir haben mit denen auch gesprochen, gepitcht, dass man sich eine Welt vorstellt, in der eben andere Spiele-Publisher auch sozusagen Experiences entwickeln, mit denen man, in denen man eben mit Sorare-Karten spielen kann. Da kannst du jetzt, das kannst du jetzt weit denken, ne? Das könnte, du hast es eben schon angesprochen, Betting sein. Ich meine, warum ist Sports-Betting auch aktuell noch sozusagen zentralisiert über Bet and Win und wie die Anbieter alle heißen? Das kann man eigentlich laut Blockchain-Logik ja auch günstiger beziehungsweise eben dezentralisiert lösen. Da gibt es also verschiedene Überlegungen, was da noch möglich sein kann. Es könnte andere Spielmodi geben.
Und weiterhin könnte, glaube ich, auch so Rare noch das Produktportfolio ausweiten, ne? Also nicht nur Spielerkarten, sondern ähnlich wie zum Beispiel ein NBA Top Shot, die ja sich eher auf Moments fokussieren. Also sprich, irgendwie, wenn ich mir jetzt das Bicycle Goal von Zlatan Ibrahimovic damals kaufen könnte, und ich wüsste, das läuft dann in dieser NFT Economy als austauschbarer Wert, dann würde ich wahrscheinlich in so ein Tor auch investieren, das dann sozusagen besitzen. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob jetzt hier tatsächlich so eine Art Paralleluniversum entsteht, ne? Dass man quasi irgendwie alles, was datenbasiert abbildbar ist, irgendwie auch nochmal in der Datenwelt irgendwie oder in der digitalen Welt irgendwie verfügbar macht und das dann quasi nochmal zum Kauf anbietet. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das könnte ja tatsächlich sein, dass jetzt noch viele andere Dinge, ich weiß nicht, also du sprichst jetzt von Sport, aber das könnte ja noch weit darüber hinausgehen, wenn man mal drüber nachdenkt, wo überall Performance, also wir reden ja hier eigentlich über Performance-Karten, ne, in irgendeiner Form. Mhm. Und eigentlich überall da, wo Performance ist, könnte ich ja auch anfangen zu sagen, ich partizipiere irgendwie durch eine digitale Beteiligung an dieser Performance. Richtig, also ich meine, NBA Top Shot ist eben ein grandioses Beispiel. Ich glaube, die haben, was sind die letzten Zahlen, von wann waren die? Ich glaube, Februar haben die, oder vielleicht auch später, vielleicht auch März, haben die auf jeden Fall irgendwie 200 Millionen Sales-Umsatz gemacht. Also die sind by far, glaube ich, das größte Collectibles, also Krypto-Collectibles Thema, was es gerade weltweit gibt. So Rare kommt da schnell hinterher. Ich glaube, das Letzte, was ich gelesen habe in dem Artikel, den du rübergeschickt hattest, waren 9 Millionen. Das ist auch schon extrem stark und ich glaube, da werden wir auch schnell noch höhere Zahlen hören. Aber warum nur NBA und Fußball, ne? Warum nicht Formel 1 und so weiter und so fort? Also grundsätzlich alles, was jetzt irgendwie mit Wettkampf zu tun hat, da kann man natürlich ähnliche Modelle draufsetzen. Aber grundsätzlich ist das Spannende an NFTs, und wenn man sich mal den Markt anguckt, dann läuft da auch gerade zusätzlich immer mehr Geld rein und man sieht auch, dass sozusagen da Demand entsteht, ist eigentlich jede Form von Media, ne? Also also Kunst, Musik, Videos, GIFs, Spiele, Texte, Memes, warum nicht sogar Code als solches, ne? Ist alles in ihrer Form natürlich bisher schwer zu sichern und verkaufen und zu authentifizieren gewesen, speichern und so weiter, war ja immer ein Problem. Ich meine, die Musikindustrie ist daran fast zugrunde gegangen und jetzt ist NFT schon so zumindest die theoretische Möglichkeit, sozusagen diese Themen eben tradable zu machen, ohne eine zentrale Plattform auch, ne? Also das NFTs sind halt sozusagen vertrauenswürdige Dokumentationen der Geschichte und Herkunft von einem Digital Piece und damit kann man eben dann ziemlich kreativ auch andere Sachen noch machen, ne? Also das kann sich alles noch sehr interessant entwickeln und diese Codes, diese NFT-Codes haben eben auch weitere Funktionen und jetzt mal als populäreres Beispiel, der ursprüngliche Schöpfer, also viele dieser Assets haben auch sozusagen die Funktionalität, dass der ursprüngliche Schöpfer Lizenzgebühren aus Sekundärverkäufen erhält. Also sprich, was dir jetzt als Künstler passiert, wenn irgendwie du ein Bild malst und das verkaufst im Markt, dann ist natürlich irgendwann, dann ist natürlich die, wenn der Käufer das weiterverkauft, nicht zwangsläufig für dich noch ein Cut mit drin, selbst wenn das wenn deine Kunst im Wert gestiegen ist, ne? Und das kann man bei NFTs zum Beispiel schon sicherstellen. Und da merkst du gerade, die ganze Kunstwelt schreit nur noch NFTs und alle drehen durch und von Johann König bis, also across the planet, denken eigentlich alle großen Kunsthändler auch darüber nach, wie kann ich jetzt hier mitmachen? Und völlig berechtigt, weil es ja auch einfach eine meines Erachtens ebenso interessante Form der Kunst ist. Aber auch in der Musik und im Gaming und so weiter entsteht gerade ein Use Case nach dem anderen. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und das richtig zu verstehen und da früh dabei zu sein, ist für uns sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, So Rare lebt auch davon, dass die einen der frühen sozusagen Anwendungsfälle geknackt haben. Ihr als Project A habt aber kein NFT-Thema gerade im Portfolio, habe ich richtig gesehen, ne? Nee, haben wir noch nicht. Genau. Wir schauen uns den Markt natürlich an, haben bisher aber noch kein Investment gemacht. Du hast ja dir So Rare auch mal von innen angeschaut, ne? Genau, also wir haben uns das damals zu der Seed-Runde, in der dann Headline und Partec investiert haben uns das auch angeschaut. Fanden das auch wirklich sehr, sehr spannend. Wir sind im Team alle, viele
Alte Communio-Zocker gewesen in alten Tagen und haben uns eigentlich immer geärgert, dass man damals damit zumindest kein Geld verdienen konnte, wenn man eben sehr gut, sehr fleißig Kicker gelesen hat und irgendwie seine Teams zusammengestellt hat und waren dann natürlich auch sofort davon begeistert. Ja, ich war jetzt bei vielen NFT-Deals in der Vergangenheit so ein bisschen am Kopfschütteln, muss ich sagen. Da habe ich immer so gedacht, boah, hier beginnt so quasi Unwissenheit von den Nutzern irgendwie so ein bisschen zu schröpfen und daraus irgendwie, also jetzt, ne, hochgespitzt da mit dem ganzen Beeple, kann man von halten, was man will, aber da irgendwie rund 70 Millionen für ein digitales Kunstwerk hinzublättern, fand ich irgendwie ein bisschen absurd, muss ich sagen. Aber ist natürlich auch immer die Frage, wie viel Liquidität hat man selbst. Wir reden aber hier nicht, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wir reden ja hier nicht zwangsläufig über digitale Kunstwerke, sondern wir reden eigentlich über Lizenzen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied nochmal, dass man eigentlich sagt, ich kann auch meine Rechte komplett veräußern, was zum Beispiel in Deutschland die GEMA eigentlich komplett blockiert. Also es gibt ja im Urheberrecht keine sogenannten Buyouts und plötzlich könnte man das hier vielleicht um die GEMA herumschleusen. Richtig, also ich glaube, jede Form von Regulatorik und so weiter ist dafür noch überhaupt nicht irgendwie ready. Und man merkt ja auch, dass, also die Musikindustrie zum Beispiel, ne, die großen Labels, die haben schon damals den Switch zum Internet eigentlich mehr oder weniger verpennt. Und auch die tun sich, glaube ich, immer noch schwer von der Logik der Masterlizenzen und Publishing-Lizenzen wegzukommen und über alternative Methoden von Distribution und so weiter nachzudenken und vor allem auch auf der Legal-Seite. Ne? Also das sind immer noch alles Themen, bei der die Realwirtschaft sozusagen, die hinter diesen Themen steckt, wie Musik oder auch Kunst, jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen Anlaufzeit braucht, bis sie das verstehen. Und als ich vorhin gesagt hatte, Parallelwelten, ich hatte sogar überlegt, ob nicht vielleicht sogar irgendwann digitale Aktien nochmal so als quasi digitaler Zwilling rauskommen. Dass Leute plötzlich anfangen, keine Ahnung, die jetzt eben nicht, ich weiß nicht, was war die hier, Lind war das, glaube ich, mit der teuersten Aktie, $90,000, die jetzt halt quasi nicht zur Verfügung haben, aber sagen, ich kaufe jetzt für, ich weiß nicht, 0,9 Ethereum, kaufe ich halt jetzt ein virtuelles Pendant dazu und fange an zu zocken und bin dann eben an der Performance beteiligt. Das war das, was ich vorhin meinte mit, also eigentlich überall da, wo Performance entsteht, könnte ja eigentlich so ein Sorare-ähnliches Modell entstehen. Genau, absolut. Ich meine, wenn du es noch weiter denkst, ne, warum nicht Startup Equity auch. Also das gab es ja jetzt auch schon mehrmals, dass irgendwie Companies gesagt haben, warum sollte ich nicht mein Equity Fundraise auch so managen? Jede Form von Commodities oder auch Real Estate. Ne? Auch warum Real Estate könntest du theoretisch ja auch über NFTs handeln. Also ich glaube, je tiefer es geht, ne, von Collectibles zu, nennen wir das mal Prediction Markets, ne? Also Sport, Politik, Wetter, ja, wo auch immer, dann zu Communities, also irgendwie Memberships, Governance, auf einmal kannst du ja über Voting und so weiter nachdenken, ne? Bis hin zu Traditional Assets, also in der Form von Equity oder Real Estate. Ich glaube, dann musst du davon ausgehen, dass am Anfang dieser Kette, die ich jetzt gerade genannt habe, irgendwie das sehr, sehr schnell gehen wird und da immer mehr Use Cases entstehen, während da hinten drin natürlich noch sehr viel Skepsis besteht, weil ja auch sozusagen die einhergehenden Risiken, wenn da was falsch verstanden ist, ne, wenn da irgendwas nicht funktioniert, wenn da irgendwie doch Fraud betrieben wird, weil die Implikationen dann einfach sehr, sehr viel gefährlicher und ruinöser sein können. Ne? Also klar, Beeple, 69 Millionen ist teuer, aber wahrscheinlich die Person, für die Person, die das gekauft hat, eine andere Frage. Ja, genau. Also das will ich auch gar nicht beurteilen. Wer das Geld hat, dem sei es gegönnt. Aber nochmal ganz kurz, ich finde das einen hochinteressanten Punkt, den du gerade ansprichst, weil den habe ich so noch nicht gesehen. Ist das dann quasi dieses ICO-Thema? Also wir hatten ja hier einen Neufund von der, ich glaube, Zoe Adramovic, die das mal gemacht hat, oder versucht hat, hat ja dann irgendwie nicht funktioniert. Ist das das Modell oder siehst du mit NFT-Beteiligung nochmal eine andere Dimension, dass man halt sagt, im Prinzip, ich kann hier als Startup anfangen, quasi meine Shares sehr, sehr früh zu handeln und das ist im Prinzip fast eine gleiche, ja, Sorare-ähnliche Plattform, auf der sowas dann passiert? Ja, also ich glaube, die Frage ist eher so ein bisschen der Unterschied in der Strategie, in woher man sein Geld einsammeln will. Ne? ICOs, das hatte jetzt immer so ein bisschen was von so Crowdsourcing. Ne? Da haben dann irgendwie Haufen Leute 50, 100 oder eben 1000 Euro reingeschmissen und haben alle gehofft, dass da was bei zurückkommt. Die NFT-Überlegung, da hatte ich einen Artikel gelesen, den Andreessen dazu veröffentlicht hatten, also der amerikanische VC-Fonds. Theoretisch ist ja unabhängig mal davon, wie du die Shares zerstückelst, dass NFT jetzt auch grundsätzlich eine attraktive Form von sozusagen trustworthy Record of, ich habe hier Equity gekauft. Ne? Und könntest das dezentral abwickeln und hast dann auch
sozusagen den ganzen Legal-Rattenschwanz, der vielleicht dann im traditionellen Markt eben mitgeht, könntest du ja theoretisch umgehen, weil man ja auf jeden Fall diesem NFT traut. Das habe ich jetzt absichtlich so ein bisschen sarkastisch formuliert. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis dann irgendwie VCs, also bis dann sozusagen Private Equity Markets so das NFT übernehmen. Aber theoretisch ist das die Technologie, die eben für genau diese Use Cases auch die Möglichkeit bietet. Aber hochspannend, weil das bedeutet ja im Prinzip auch, dass Länder wie die Bundesrepublik jetzt sich sehr, sehr schnell irgendwie drauf vorbereiten müssten, weil ansonsten könnte es ja sein, weil das sind ja jetzt Themen, die eigentlich in der digitalen Welt komplett global funktionieren würden. Da könnte ja jemand hingehen und sagen, ich gründe da lieber in Luxemburg oder Liechtenstein oder wo auch immer. Ja. Und dann funktioniert das NFT halt über dieses Land und hinterher, also die Regulatorien hier zu schaffen einmal, sind wahrscheinlich gar nicht so kompliziert. Sie anzupassen nach dem bestehenden Modell ist wahrscheinlich kompliziert, ne? Ja, also ohne es zu politisch werden zu wollen, ne? Ich glaube, du hast die Wortwahl von müssten, also die Bundesrepublik müsste sich da schnell anpassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das bestehende Dogma aktuell noch, ne? Also wenn du dir anschaust, was da Christian Miele versucht irgendwie durchzubringen, was ESOP und so weiter angeht, ich glaube, das sind alles Themen, die bewegen sich noch sehr, sehr langsam. Der macht da ja wirklich einen super Job, aber es bewegt sich halt schnell, dann kommen auch immer wieder von anderer Seite Komplikationen auf. Also jetzt diese ganze Limitierung der Pressefreiheit-Geschichte. Ich will gar nicht einsteigen. Die ja, ich dann sowas kommentiere auch wieder, das jetzt, ne? Auch nicht, ja, genau. Aber grundsätzlich würde ich sagen, klar, da muss wahrscheinlich bald was passieren. Frage ist, in welcher Form das dann passieren wird oder ob zu spät. Das fällt mir jetzt schwer zu bewerten. Aber mit Sicherheit richtig, ja, da muss was passieren. Und dann nochmal einmal kurz zu Soraya. Grundsätzlich, was würdest du denken, wenn wir mal vielleicht jetzt so 5 Jahre in die Zukunft spulen? Wie groß kann sowas werden? Weil ich also Partech hat auf seiner Webseite irgendwie den Nicolas Julia, heißt der, den CEO von Soraya, der hat dann einen Kommentar abgegeben, hat gesagt, weltweit kaufen Menschen pro Jahr Sammelbilder im Wert von 370 Milliarden Dollar. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist das eine Zahl, die dir irgendwie plausibel erscheint? Ja, also diese wahnsinnig großen Zahlen, die habe ich auch schon mal gehört. Also grundsätzlich kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt Sammelbildchen weiter definiert. Ne? Also ich glaube, wenn es grundsätzlich, wenn man da sozusagen Physical Goods mit reinzieht, die in irgendeiner Form Sammelbildchen sind. Oder Briefmarken. Also, ne? Lass es Briefmarken sein, lass es Pokémon-Karten sein, Magic-Karten, ach so, ja, genau. Und so weiter. Also ja, okay. Da gibt es dann theoretisch schon einen sehr, sehr großen Markt, glaube ich. Ne? Das ist dann eine Frage, wie man den rauf und runter rechnet oder nicht. Aber ich glaube, per se muss man mal sagen, Soraya hat ja 2 Möglichkeiten. Ne? Die eine Marktbetrachtung ist, es werden x Millionen Euro oder x Milliarden Euro Sammelkarten irgendwie getradet und vielleicht schnappt sich Soraya einen Anteil dieses Marktes, weil die Leute dann stattdessen lieber digitale Fußballkarten bei Soraya kaufen. Das ist die eine Überlegung. Die andere Überlegung ist ja einfach, wie viele Leute wären eigentlich interessiert daran gewesen, Communio früher zu spielen, wenn man damit hätte Geld verdienen können. Ne? Also theoretisch eröffnen die ja erstmal den Markt für jemanden, der vorher vielleicht gar kein Interesse gehabt hätte, während vielleicht die Leute, die irgendwie religiös irgendwelche Panini-Bildchen sammeln, wahrscheinlich das machen, weil sie eben das Physical Good, diese Heftchen und so weiter auch gerne zu Hause haben wollen. Also ich glaube, diese Market Capture versus Market Creation Diskussion ist hier eine leicht kompliziertere, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Riesenthema werden kann. Und ich glaube, warum sollte so eine Company, wenn sie jetzt 3 Milliarden wäre, das nicht irgendwann 30 wert sein? Also aktuell im Markt glaube ich eher an alles. Ich wundere mich bei gar nichts mehr. Aber die Marktgröße kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, Soraya hat noch verschiedene Wachstumsvektoren. Ne? Da gibt es weitere Länder, weitere Ligen. Ich meine, die haben jetzt aktuell 140 Fußballvereine. Es gibt ja deutlich mehr. Warum nicht andere Sportarten, andere Spielmodi oder andere Assets? Wir hatten es eben schon angesprochen, diese Moments, die Topshot macht, wie so eigentliches Betting. Ne? Ich kann ja auch Betting betreiben, ohne jetzt mir einzelne Spieler kaufen zu müssen. Ich kann ja einfach drauf setzen, ob jetzt Bayern gegen Dortmund gewinnt. Plus, ich glaube, das ist für mich immer noch ein großes Thema. Der breite Markt ist natürlich immer noch verwirrt von irgendwie Ethereum und Wechselkurs und ich brauche ein Wallet und was heißt das überhaupt? Und ich glaube, je mehr man diese Friction da reduziert und einfach, das haben die ja jetzt schon gemacht. Früher gab es das noch nicht bei Soraya. Man kann einfach mit Kreditkarte Karten kaufen. Ne?
dann erschließt du diesen Markt überhaupt erst. Und ich glaube, da sind noch so viele Optimierungspotenziale bei SoRare, dass ich einfach problemlos glaube, dass die Company noch deutlich größer werden kann. Und sag mal ganz kurz noch, also ich weiß, dass Fußballvereine SoRare schon bewerben, weil sie halt eben quasi auch an den Lizenzen partizipieren, aber wie würdest du denn vorne raus dieses Kräfteverhältnis, also jetzt gerade muss SoRare wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber sind die irgendwann so in der Position, dass sie sagen könnten, wir zahlen weniger und die Vereine müssen, so wie bei den Fußball, Lizenzverhandlungen, die alle 3-4 Jahre da passieren, dann kuschen? Oder ist es eher andersrum, SoRare ist in der Position des Schwächeren, weil sie auf die Fußballvereine angewiesen sind? Ich glaube, das ist, pauschal ist das nicht zu sagen. Ich meine, vergleich das mal mit EA Sports und deren FIFA-Game. Da stand da jetzt irgendwie neulich, gab es da irgendwie Stress mit Juventus, dann hießen die, glaube ich, im Game mal Piemonte Calcio oder sowas, ja. Okay. Und alle Leute haben die Augen verdreht und dann so, ach nee, muss das jetzt sein. Auf der anderen Seite, das sind dann halt Vereine, die haben dann auch einen Superstar wie Cristiano Ronaldo. Wegen dem alleine kann man schon argumentieren, glaube ich, kaufen die Leute auch überhaupt mal erstmal das Spiel. Ne? Also wenn man jetzt so den Teenager sich anschaut, der irgendwie Cristiano Ronaldo vergöttert, glaubt man das schon. Und ähnliches Armdrücken werden die hier auch haben. Ne? Zu einem gewissen Maße hängt das auch davon ab, wie viel vom Revenue-Split sozusagen eines Vereins jetzt eben auf so ein Thema laufen. Ich meine, aktuell machen die immer noch das meiste ihres Geldes mit Broadcasting, Rights und also im klassischen Fernsehen, ne, mit Streaming-Plattformen und Werbeträgern und so weiter. Wahrscheinlich ist da jetzt SoRare noch ein kleines Revenue-Bächlein sozusagen gegenüber den anderen Streams. Das kann sich alles sehr schnell ändern. Naja, siehe Spotify, ne, mit der Musikindustrie. Das ist ja, ne, eigentlich vielleicht ein guter Vergleich. Da war ja auch irgendwie Konzerte und CD-Verkäufe und plötzlich sind das irgendwie die Haupteinnahmequellen geworden. Ne? Genau, also ich meine, beim Sport, ich hoffe natürlich, dass Corona weiterhin sich irgendwie zu unseren Gunsten entwickelt und man bald wieder normal ins Stadion kann und nicht unter den Regeln wie jetzt. Aber es bleibt natürlich auch so ein Event, ne? Und es bleibt natürlich auch irgendwie dann wahrscheinlich in anderen. Es wird sich sozusagen an anderen Orten primär abspielen, jetzt im Broadcasting und Spiele schauen live im Stadion und so weiter. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade für die eingefleischten Fans solche Themen wie ich setze jetzt auf meine Spieler, ich investiere da auch Geld und partizipiere dann daran, wenn die gut spielen, sozusagen ein wachsender Revenue Stream wird. Und das wird dann eben natürlich solche Negotiations irgendwie beeinflussen. Aber ob das jetzt das klare Überhang für zugunsten von SoRare oder in die andere Richtung geht, ich glaube, das ist dann auch sehr vereins- und liegen- und spielerabhängig im Zweifel. Na, es hat ja ein bisschen was auch mit der Verteidigbarkeit oder so zu tun. Ne? Aber allerletzte ganz kurze Frage noch. Ich hatte neulich den Dirk Weil auch hier im Podcast, das ist der Gründer von Fanzone Media hier in Berlin und die machen ja ein bisschen was Ähnliches oder vielleicht sogar genau das Gleiche. Hat jemand überhaupt noch eine Chance in diesem Markt? Also wie würdest du die einschätzen? Ich glaube, die hatten damals, ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, ich glaube 8 Millionen eingesammelt oder so. Also deutlich, deutlich, deutlich kleiner. Ist das so ein Winner-Takes-it-all-Markt in Europa oder freuen sich dann auch Vereine vielleicht sogar, dass es eine Nummer 2, Nummer 3 noch gibt? Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Vereine grundsätzlich da Freude dran haben. Ich weiß jetzt nicht, ob SoRare mit denen Exklusivvereinbarungen in irgendeiner Form eingeht, ne? Weil das wäre natürlich wirklich die komplette Katastrophe dann für Fanzone. Ich glaube, auf der User-Seite ist natürlich schon wahrscheinlich das Interesse da, auf der größten Plattform zu sein, ne, statt zu finden, allein aus Liquiditätsgründen. Also man sieht jetzt, ich bin auch selber SoRare-Nutzer, du hast schon jetzt so zu bestimmten Zeitpunkten in der Saison hast du schon Liquiditätsrückgang und so weiter und musst dann schon schauen, ob du die Karten überhaupt bekommst, die du haben willst oder ob du die Karten überhaupt loswerst, die du verkaufen willst. Und die Spreads sind auch noch sehr, sehr groß und so weiter. Also das ist schon, glaube ich, von Vorteil, wenn man auf der größten Plattform tradet. Gilt ja auch für jegliche Form von Trading Marketplace, ne? Also gilt ja bei den Krypto-Plattformen auch. Und ich glaube, deswegen ist das schon, also wenn kein Winner takes all, dann ein Winner takes most. Aber mit einem definitiven Überhang zum Winner. Ich habe mir es fast gedacht oder fast befürchtet, aber wir bleiben da dran, also auf jeden Fall super spannend. Nochmal die Betonung, es war bis jetzt nur ein Gerücht, wir wissen gar nicht, ob es stimmt, aber es hat sich so sehr verdichtet in den Medien, wir gehen mal davon aus, dass die Faktenlage alle irgendwie so größtenteils stimmt. Atomico hat mich da ein bisschen gewundert, muss ich sagen, weil die ja eigentlich also Fonds in der Größe gar nicht haben. Ne? Also Softbank macht total Sinn, aber Atomico ist logisch für dich?
Ich würde davon ausgehen, dass das Atomico-Team hier eher ein Follower-Ticket macht, aber ich habe, wie gesagt, das sind Rumors, ich weiß es nicht, was da genau gelaufen ist. Theoretisch, wenn man dran glaubt, dass so eine Company auch noch immer 10x wachsen kann, dann macht das auch mit einem Follower-Ticket wahrscheinlich noch Sinn. Enrico, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir lang gesprochen, wahrscheinlich haben wir nichts vergessen, oder? Willst du noch was ergänzen? Du, ach, bestimmt irgendwas vergessen, aber ich bin ja in 2 Wochen spätestens wieder da. Super, freue ich mich drauf. Enrico, vielen, vielen Dank und ja, dir noch einen schönen Tag, ne? Danke dir auch, Jan. Dieser Beitrag wurde präsentiert von Byton Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war's für heute Vormittag. Das war der ganze NFT-Bereich Sorare. Wie gesagt, ein super spannendes Thema. Der Test-Account kostet nichts. Ich habe das gestern, wie gesagt, auch mal kurz probiert und ist ganz lustig. Ich bin jetzt nicht so der totale Fußball-Crack, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch hängen bleibt. Aber ich möchte euch jetzt auch nicht zum Glücksspielen verführen. Von daher schaut euch das nur an, wenn ihr ja mental stabil seid oder zu viel Geld habt und nicht wisst, wohin damit. Dann kann es auf jeden Fall Sinn machen, sich das mal anzugucken. Es könnte ein Trend werden. So. Wir hören uns nachher wieder um 14 Uhr. Geht's wie gesagt weiter mit Florian Wimmer von Blockpit und mit Kim Kernbichler von Viantro. 2 tolle Gespräche. Ich freue mich auf euch. Bis nachher und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Pult, der Lösung für einfaches hybrides Arbeiten in Startups und Scale-Ups. Bucht eine Demo unter pult.so und bekommt die ersten 3 Monate kostenlos.